Moinsen Pamarillos, ich bin der Kirby, gib mir King Dedede, ich zerstöre ihn. Und damit hallo zu den Disrespect News. Im One Battle wurden mehrere Battles bewertet. Nobuchap konnte sich gegen Slash mit 6,4 zu 4,7 durchsetzen. Auch Brian Diamond gegen Pro Ripper wurde bewertet. Ihr sah das letzte Woche bei der Abstimmung so. Also Brian Diamond vorne. Und so entschied sich die Jury dann auch. Brian gewann mit einem Punktestand von 8 zu 6,6. Im CLT wurde das Bonus-Battle Haze gegen Signum bewertet. Haze konnte sich mit 21 zu 10 durchsetzen. Das nächste Bonus-Battle Ekta gegen Isamaru wurde bereits hochgeladen und Bonus-Battle Nummer 5 wurde angekündigt. Dort treffen Paju und Nox aufeinander. Im SCB stehen die 16 Teilnehmer nun fest. In der letzten Quali konnten sich Luigi und Dead, Brati, Ingovernabile und Two Boys One Nut durchsetzen, nur Paranoia hat es leider nicht reingeschafft. Außerdem wurde das erste Vorbereitungsbattle Drain gegen Romantik hochgeladen mit der Low Budget Challenge. Dieses Battle ist auch das heutige Abstimmungsbattle. Hey, you Drain, so wird deine Challenge, okay Bro, lass es, du musst gar nichts tun, bei dir klingt alles doch noch Low Budget. Ich finde dein Flow kacke, so wirst du nichts holen, mit Auto-Tune klingst du höchstens wie ein UFO 360. Ich bring dich zum Fliegen, ohne dich zu bewegen. Nimm das Telekinese, verstehst du? In meiner Quali bin ich 16, du Loser. Fick dich ein Jahr später, nenn es Back to the Future. Ihr könnt gerne in den Kommentaren vorbeischauen und der Person, die ihr lieber mochtet, den Daumen hoch geben. Außerdem durfte die Community noch über die beste Hook der Quali-Phase abstimmen. Diese Top-Liste findet ihr ebenfalls verlinkt in der Beschreibung. Im Royal Punchline Battle wurden mittlerweile über die Hälfte der angestrebten 64 Qualifikationen hochgeladen. Falls ihr noch mitmachen wollt, die Frist ist noch bis am 31. August. In der zweiten Staffel des Mützenträger-Turniers wird momentan montags bis freitags jeden Tag eine Qualifikation hochgeladen. Wir befinden uns momentan in der zweiten Quali-Woche. Die Quali-Frist geht noch bis am 1. September. Das YBC war nach seinem Schlaganfall auf dem Weg zur Besserung. Leider müssen wir mitteilen, dass es aufgehört hat zu atmen. Spaß beiseite, das Turnier befindet sich momentan ein wenig im Limbo. Wir wissen auch nicht genau, wie es da aussieht. Sobald wir mehr wissen, werdet ihr aber genau hier hören. Im ORD wurde das Awards-Video für das 32. hochgeladen. Die 16. Fristen sind Ende dieser Woche für alle vorbei. Ja, und das war's schon wieder mit den Disrespect News für diese Woche. Peace out und viel Spaß bei der Runde der Woche. Ich kenn dich seit einem Jahr durch deinen Twitter-Account und denk mir jedes Mal bei deinem Namen, wie spricht man das aus? Digga, check ich nicht, wie willst du dir dazu einen Konter ausdenken? Ey, und dein Name klingt, als würde Elijah grad Fotze aussprechen. Du hast keinen Plan, was du redest auf Twitter, halt doch deine Fresse, hey, du dämlicher Wichser. Mit deinen 16 Jahren und deinem Überwissen frisst du dich auf Twitter auf wie ein alltäglicher Hitler.